Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Runes of Magic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und in dieser Folge möchte ich Justin Lenges grüßen, darum steht's. Und Dankeschön, dass du immer so fleißig reinschaust und natürlich auch kommentierst. Vielen Dank und natürlich grüße ich auch alle anderen Leute, ist ja klar. So, Jesse Mockliff, wollen wir jetzt mal anschwatzen. Und mal gucken, was der zu erzählen hat. Botschafter in Erin. Hallo? Hallo, mein Freund. Bitte den Platz. Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr sagt, ihr seid ein Gesandter aus Dalarnis? Ja, so ein bisschen. Ihr fragt, warum ich Erin nicht auf den Reichskonzil vertreten habe? Warum ich mich nicht in der Stadt Erin aufhalte? Bitte entschuldigt, Botschafter. So viele Fragen auf einmal sind mir schwindelig. Könnt ihr bitte eine nach der anderen stellen? Alles klar. Dalarnis möchte eine Erklärung, warum Erin keine Repräsentanten zum Reichskonzil geschickt hat. Aber pronto! Erin hat keinen Repräsentanten zum Reichskonzil geschickt? Es tut mir leid, dass ich mit dieser Geschichte so viel Aufregung verursache und dass ihr alle den weiten Weg hierher auf euch nehmen musstet. Erin wird derzeit von meinen jüngeren Brüdern regiert. Ich bin mir sicher, dass irgendein schwerwiegendes Dilemma sie davon abgehalten hat, teilzunehmen. Es tut mir aufrichtig leid. Jüngere Brüder? Ja, Lore McCliff und Jeno McCliff. Mokliff, sind meine Brüder, sie sind beide sehr fähig. Ihr seid nicht derjenige, der Erin regiert? Warum lebt ihr in Medanor? Ich habe dadurch, dass ich Erin verlassen habe, die Situation in der Stadt vereinfacht. Obwohl die Stadt zurzeit versiegelt ist, werden die hohen Repräsentanten ihre volle Unterstützung geben, wenn sie erst einmal sehen, dass Lovere und Jeno in der Lage sind zu regieren. Und in Medanor kann ich den Dorfbewohnern helfen, den Banditen zu widerstehen, die aus allen Richtungen angreifen. Das ist, was ich kann. Ich möchte die Menschen beschützen. Warum verwehrt Erin Außenseiter den Zugang? Lovre und Jeno haben manchmal Schwierigkeiten, sich zu verstehen. Und daraus erwachsen immer wieder Streitigkeiten. Durch das kurzzeitige Versiegeln von Erin kann der Konflikt daran gehindert werden, sich weiter auszubreiten. Sie sind nicht schlecht. Wenn die Missverständnisse aus dem Dorf geräumt sind, wird alles wieder wie vorher. Das ist nicht von Dauer. Was weiter? Was erzählt er? Also aufgeworfene Fragen, dass die Quest abschließen. Wir bekommen ja wieder 145.000. Yes! Ich hoffe, meine Antwort hilft euch weiter. Ihr seid in so kurzer Zeit aus Dalarnis gekommen. Bitte ruht euch eine Weile aus. Das Dorf Medanor ist ein hübscher Ort. Ja. Ich werde euch in das Dorf mitnehmen. Die Bewohner hier sind zwar alle gutherzig, allerdings sind sie etwas auf der Hut vor Fremden aufgrund der fortwährenden Angriffe durch Banditen in der Vergangenheit. Sobald sie wissen, dass ihr ihnen nichts tun werdet, werden sie euch mit herzlichster Gastfreundschaft empfangen. Oh, 41.000. Machen wir. Let's go. Dann wollen wir mal. Nervt das nicht, immer so eine Bettdecke da hinten am Rücken festzuhalten? Ich rede mit dir. Oder so. Bürgermeister, das ist mein Freund, der Botschafter von Dalarnis und Erin. Er ist gerade als Gast im Meador eingetroffen. Willkommen, willkommen. Euer Freund ist auch ein Freund von mir. Verzeiht meine Gastfreundschaft. Lasst euch ein wenig übrig. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Ich werde den Botschafter weiter herumführen. Ich komme später, um euch zu sprechen. Hey, in Ordnung, kein Problem. Kommt her. Jesse, ich komme. Versucht etwas von dem Bier, das ich gerade gebraut habe. Wie ist es? Gut, zumindest werden wir bei dieser Versammlung nicht verdursten. Ah, wer ist das? Das ist der Botschafter von Dalarnis in Erin. Und diese Dame ist François. Okay, willkommen.
Ich kann ihn mitnehmen, aber entschuldigt mich zunächst, solange ich die Botschaft herumführe. Ja, machen wir das auch. Okay, dann bis später. First Jesse, guten Tag. Hey, wie soll ich das, was soll ich das noch sagen? Warum nennt ihr mich immer noch Fürst? In unserem Herzen werdet ihr stets der Fürst von Erin sein. Ihr allein könnt uns anführen und beschützen. Ich bin nicht so gut, wie ihr sagt. Gibt es Anzeichen, dass die Banditen aus Osten angreifen werden? Nicht im Moment. In Ordnung. Ihr seid auch weiterhin auf der Hut. Hey, Fürst Jesse. Ja, das ist mein Freund, der Botschafter von Dalarnis in Arryn. Willkommen in Medador. Du siehst, wie freundlich ihr seid. Ich kann ihn mitnehmen. Okay. Stoßen. Lasst uns zurückgehen. Das ist so ein bisschen. Ja. So. Wir haben 200.000 Erfahrungspunkte jetzt gekriegt. Dorf, das gute Dorf von Medanor. Später werden die Dorfbewohner sich am Hauptlagerfeuer versammeln. Alle erwarten euren Besuch freudig. Wenn ihr nichts Dringenderes zu erledigen habt, seid ihr willkommen, an den fröhlichen Treiben teilzunehmen und mit uns mitzutrinken. Ja, saufen ist immer gut. Und du? Ah, Rika Sile. Ich kenne nur Peter Sile. Hey, Botschafter, wollt ihr euch uns anschließen? Wir waren nicht immer so entspannt. Wenn Fürst Jesse Mockliff uns nicht in der Verteidigung des Dorfes angeleitet und die Banditen verjagt hätte, wären wir sicher nicht so ruhig. Trinkt! Na kommt schon! Frau Francois hat das Bier gebraut. Fräulein Weissapu hat das Essen gekocht und Onkel Morgan spielt auch. Er kommt feiern mit uns. Ja, wir essen was. Niam, 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 niam. So. Und Sidin, Wolke. Ja, auch nicht. Trinken. Aber was sollen wir denn hier trinken? Hier gibt es ja nichts zu trinken. Wo gibt es hier das hier Söff? Hier gibt es kein Gesöff. Ja, nu? Aus dem Brunnen trinken vielleicht? Nee, auch nicht. Ja, nu? Ach, da hinten. Oh. Mädel. Naja, gut. Trink, trink, Brüderlein, trink. Lass doch die Sorgen zu Hause. Doch, reicht. Es sieht so aus, als hättet ihr das Bier und das Essen genossen. Habt ihr euch in dieses kleine Dorf verliebt? Wie auch immer, wenn noch mehr Menschen diese warmen Freuden genießen könnten, das wäre doch wunderbar. Stimmt's, Botschafter? Wenn Jesse der Herrscher über Erin wäre, können alle glücklich und in Frieden leben. Ja, kriegen wir 145.000. Großer Botschafter. Wir hoffen alle zutiefst, dass Jesse die Herrschaft übernimmt und Fürst von Erin wird. Seine beiden Brüder sind, um ehrlich zu sein, völlig unfähig und es ist ihnen nicht gelungen, Erin und den umliegenden Gebieten von Erin Frieden zu schaffen. Das seht ihr schon mit einem Blick auf den gegenwärtigen Zustand von Erin. Aber wie sehr wir auch versuchen, Jesse zu überzeugen, er will einfach nicht zuhören. Vielleicht kann ein großer Mann mit eurem Status und euren Fähigkeiten ihn dazu bringen, seine Meinung zu ändern. Bitte, Herr, könnt ihr uns und den Dorfbewohnern von Medanor helfen und ihn überzeugen? Ihr wollt nicht nach Erron zurückkehren, oder? Hört nicht auf das, was geredet über Fürsten. Sie wollen nur, dass ich nach Erron zurückgehe.
Aber ihr seid der fähigste Fürst und Anführer, den die Menschen in Eren haben. Richtig, wenn euer gutes Herz und eure Entschlossenheit, werdet ihr von uns allen so sehr geliebt. Und wir könnten ja hilflos sagen. Warte mal. Wie konntet ihr nur hilflos zusehen, während eure Brüder euren Titel an sich gerissen haben? Alle haben es falsch verstanden. Meine Brüder sind sehr viel fähiger, als ich es bin. Dovre ist ein hervorragender Planer und ein ausgezeichneter Anführer. Jeno ist besonnen und intelligent. Nur wenn wir ihnen Aaron zusprechen, können wir auf eine stabile Zukunft hoffen. Doch die Lage in Aaron ist instabil. Man muss den Machtkampf zwischen den Prinzen ernst nehmen. Es hat nur einige Missverständnisse zwischen ihnen gegeben. Mit der Zeit wird sich die Angelegenheit aufklären. Dann werden sie Aaron mit vereinten Kräften zum Wohlstand zurückführen. Rausgeflogen. Begrüttet. Deren Ernst? Ja. Jetzt haben die mich wirklich in die Pioniersiedlung geschickt. Das kann doch nicht, das. Das kann. Man muss jetzt auch Logo reiten. Naja, egal. Können wir mal auf die Kommentare eingehen? Ist auch nicht schlecht. Ja, das ist so ein Palaver hin und her. Ja. Aber wie komme ich überhaupt hin? Ich überlege gerade echt, wie ich da hinkomme. Kann ich diesen Teleport nochmal benutzen? Ich habe hier ein Portal gesetzt. Glaube ich. Egal. Ja, Kohlsuppe hat mir reingeschrieben, weil ich da ja so kleine Problemchen hatte. Mit Lags. Ich nehme eine Folge auf. Das ist jetzt die erste in dieser Session, die ich aufnehme. Und ja, ich nehme sie auf. Und dann in der zweiten Folge habe ich die absoluten Lags. Also es läuft ja flüssig, ne? In der ersten Aufnahmesession läuft es aber flüssig und danach ruckelt sich das des Todes. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Oh, sorry. Ich habe das versucht mit den Treibern. Ja, dann kann ich auch die anderen Spiele, wenn ich spiele, die wollen mich dann auch wieder, also aktuellere Spiele, die wollen die aktuellen Treiber haben. Das bringt mir also so nichts. Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich das hinkriege. Kann ich von hier aus? Ob sie Logo einfach nach dem Handel verlassen und reif fort, nächste Seite. Vielleicht. Und die Marker? Irgendwie muss ich ja auch wieder, wenn da ein Teleporter ist, muss ich auch wieder da hinkommen können. Ob sie die was, glaube ich, oder? Nee, auch nicht. Laden. Im grünen Turm. Vor allem der Dings. Der Unbekannte ist weg. Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie ich hinkomme. Grüner Turm. Irgendwo muss noch da hinkommen. Oder ob sie, glaube ich nicht. Ich habe das noch nicht freigeschaltet, dass ich über die Opsi hin und her teleportieren kann. Es gibt da einen Teleporter, aber ich komme da nicht hin. Wisst du nicht von wo? Varanas geht's nicht. Warte mal. Ob sie
Ja. Hat die verlassene Festung nochmal. Das war es ja nicht. Ja, auf jeden Fall sehr toll. Crash das Spiel und schmeiß ihn nach Loga. Witzig. Ich glaube, der Glorienplatz war das, oder? E-Bock? Hier vorne, oder? Nee. Zum Glorienplatz? Ich glaube nicht, dass das schon geht. Ja, irgendwie muss ich ja wieder hinkommen. Will ich ja nicht mehr da hinkommen. Da lang. Das ist jetzt echt mega bitter. Was mit der Grafik hier passiert? Also die Grafik, also. Das war falsch. War denn der Typ? Oder war es hier um die Ecke rechts rum? Also es lädt sich ja alles so mega spät. Ich hab keine Ahnung, warum das so ist. Ja, bei der Folge. War denn der Knilch? Der war es auch nicht. War denn das hier? War denn das? Das ist jetzt wirklich lange her. Ja. Ah, die Grafik sieht echt komisch heute aus. War denn dieser blöde Weg? War der nur. Oh ja, die Quest abgeben. Machen wir das mal kurz. Ja. Keine Ahnung, was das war. Eine weniger. Aber ich weiß nicht, wo dieser blöde NPC ist. Beim Übungsplatz irgendwo. Was war denn das? Ey, finde ich nicht mehr. Das ist wirklich schon zu lange her. Glaube ich. Aber das ist echt der Wahnsinn. Wie soll ich jetzt nach Dalarnis zurückkommen? Ah, doch, hier. Hier rechts rum. War es, glaube ich. Oder da vorne. Nee. War denn der? Wo war denn der nur? Stimmt. Da vorne müsste er hin. Aber schön, dass ich rausgeschmissen werde. Dafür gab es 70.000 Erfahrungspunkte. Oh. Bei denen hier vorne, bei Heika, oder Rodney da vorne. Auf jeden Fall. So kam man da hin. Boah, Glück gehabt. Aber. Hab ich denn. Wofür gibt es hier Teleporter? Sag mal, wie viel Fragezeichen. Wie viele Amerikaner oder was? Wie viele Fragezeichen hier wieder, Ausrufezeichen wieder sind. Dann reiten wir noch mal hin. Ja, sorry, jetzt haben wir natürlich die gesamte Geschichte nicht weiterlesen. Also, wir könnten mal zurückspulen. Ein Stückchen. Und dann den Dialog nochmal sehen. Gar kein Thema. So ärgerlich, dass ich jetzt hier. Bläh.
Voll Dialog kann ich, glaube ich, noch mal starten. Glaub schon. Sagen wir mal 20. Ich will es jetzt einfach mal wissen. Überredet Jesse. Ja, da haben wir noch keine Möglichkeiten zum Antworten gegeben. Aber was ist das für eine. Also, vielleicht könnt ihr mir das sagen. Was sind das für komische Rausschmeißer-Dinger, die mich immer nach Loga schicken? Warum? Also, es würde mich mal interessieren, weil das kostet mir wirklich viel Arbeit. Oder kostet mich viel Arbeit. Denn jedes Mal dann wieder nach Medanor zu reiten oder sonst irgendwie. Also wirklich ein Crash sind es ja nicht. Wir werden aufs Spiel geworfen. Das schließt sich allerdings nicht. Habt ihr das auch? So. Hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Das hatten wir schon. Alle haben es falsch verstanden. Meine Brüder sind fähiger. Auch die Lage ist instabil, hatten wir auch. Es hat ein Missverständnis zwischen ihnen gegeben, hatten wir auch. Das Ergebnis, auf das ihr hofft, wird sich nicht von allen von allein einstellen. Ja. Jemand muss eingreifen und die Ursache für ihre Missverständnisse ausräumen. Oliver ist in Iron und versucht bereits sein Bestes, um genau das zu tun. So viele Jahre sind vergangen und habt ihr euer anvisiertes Ziel immer noch nicht erreicht. Lasst mich nachdenken. Ich weiß, was die Leute reden, aber ich habe Mutter versprochen, dass die Dinge durch meine Abreise einfacher werden. Wenn ich nach Aaron zurückkehre, lasst mich nachdenken. Niemand möchte euch zwingen, geliebter Fürst, aber wir hoffen, dass ihr euch anhört, was sie zu sagen haben. Und dass ihr darüber nachdenkt. Lasst uns fortgehen. Gebt Fürst Jesse einen ruhigen Ort zum Nachdenken. Okay, der Rest ist hier mit den Kindern, die hier spielen. So. Sorry dafür. Deswegen mache ich diese Folge noch ein kleines bisschen mehr. Ich versprach der Königsmutter, ich habe Vertrauen in meine Brüder, aber Karl hat vernünftig gesprochen. Was soll ich tun? Nach Iron zurückeilen? Dies wird sicherlich erschrecken. Nee, das wird sie sicherlich erschrecken. 180k. Botschafter, vielleicht ist diese Bitte etwas vermessen. Ihr seid der Kandidat, der am besten geeignet ist mit gutem Leumund und Weise. Wenn ihr mir erlauben wollt, ich hoffe, dass ihr mir mit eurer Weisheit zur Seite steht, wenn ich nach Aaron gehe und die Missverständnisse meiner Brüder auflöse. Seit der Zeit meines Vaters war Oliver Harris der Königsfamilie immer treu. Als ich vor 4 Jahren die Stadt verließ, bat ich ihn, in der Stadt zu bleiben, um meine Brüder zu helfen, die Spur zu halten. Wenn ihr bereit seid, nach Aaron zu gehen, dann nehmt dieses schildförmige Abzeichen und geht, um ihn zu finden. Ja, und auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was ihr da unterschreibt, ob ihr das auch so hat oder hattet, wie das Problem bei mir ist. Merkzieh-Bonus. Ja. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare und was das auf sich hat, würde mich interessieren. Und wir reiten jetzt nach Aaron, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir was Leckeres da. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Ciao!